Hallo Jena, ich bin zurück aus dem Urlaub. Die erste Nachurlaubswoche ist vorbei an diesem Freitag. Ich hoffe, diejenigen von Ihnen, die ihren Urlaub auch schon hinter sich haben, haben sich gut erholen können, einen angenehmen Sommer gehabt und wieder gut durchgestartet in den Alltag des Berufslebens. Und jetzt fangen wir wieder an mit der Freitagsbotschaft durch meine Person. Ich habe heute zu Beginn einen Rückwärtshinweis, einen Bericht zum Mittwoch. Das war der 24. August, also exakt ein halbes Jahr nach dem 24. Februar, als die Truppen Putins völkerrechtswidrig die Ukraine überfallen haben und seitdem dort einen Krieg vom Zaun brechen, der immer fürchterlichere Züge annimmt. Die ukrainische Gemeinschaft hier in Jena, Geflüchtete, aber auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die schon länger hier sind, haben an diesem Mittwochabend eine Veranstaltung organisiert, die direkt am Holzmarkt stattgefunden hat, mit starkem Zulauf, die aber ganz bewusst nicht so sehr auf das halbe Jahr Krieg abgestellt hat, sondern auf den Unabhängigkeitstag der Ukraine, der auf den 24. August fällt. Und dann gab es ein buntes Programm, das die ukrainische Kultur gefeiert hat. Da gab es viele Gedichtvorträge, Musik, auch inhaltliche Beiträge, natürlich auch Bezüge zur Politik, ganz klar. Und ich war eingeladen gewesen, habe es dann kurzfristig auch tatsächlich geschafft. Das hat mit einem anderen Termin noch kollidiert, aber es ging dann. Und was ich dort gespürt habe, war eine unglaublich große Dankbarkeit der Ukrainerinnen und Ukrainer der Stadt gegenüber für die guten Bedingungen, die sie hier vorfinden, die Geflüchteten. Und das möchte ich, wenn ich mich mal nach innen wenden darf, in der Freitagsbotschaft an alle Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung weitergeben, diesen Dank, die ja dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen und gut sind für die Geflüchteten. Und ich möchte es noch einmal weitergeben an all diejenigen von Ihnen, die privat Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben und uns als Stadt damit unglaublich unterstützen. Natürlich musste ich dort auch ein bisschen was zur Politik sagen, in dem kleinen Grußwort, um das ich gebeten worden bin, und habe den Ukrainerinnen und Ukrainern, sowohl den schon länger hier Ansässigen als auch den neu zu uns Gekommenen, versichert, dass die Stadt felsenfest an ihrer Seite steht, dass ich persönlich auch die Entscheidung der letzten Tage der Bundesregierung, des Kanzlers für richtig, wichtig und dringend halte, weiterhin Waffen zu liefern an die Ukraine, denn es ist nicht möglich, mit dem Regime von Putin und Putin selbst sinnvoll zu verhandeln, mit der Aussicht auf gute Erfolge, solange man nicht militärisch in eine Situation gekommen ist, dass man aus einer Position der Stärke heraus verhandeln kann. Deswegen braucht es diese Unterstützung für die Ukraine fortgesetzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir können inzwischen nicht mehr davon ausgehen, dass durch inneren Widerstand innerhalb Russlands die Öffentlichkeit, die dort aufbegehren würde gegen das, was Putin in der Ukraine tut, dass das ihn umlenken wird, seine Strategie zu ändern. Das kann man beobachten seit einem halben Jahr, dass die Medien dort, die Propaganda, die dort stattfindet, die Bevölkerung in einem Zustand halten, dass sich Widerstand innerrussisch wahrscheinlich nicht so weit aufschwingen wird, diesen Krieg von innen her zu beenden. Und insofern braucht es die Unterstützung von außen. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass der Krieg auch hier in Europa, auch hier in Deutschland ja inzwischen zu der Situation führt, dass wir über den Herbst, den Winter in eine Krise bei der Energieversorgung hineingeraten werden. Ich glaube persönlich gar nicht, dass es so weit kommen wird, dass das Gas so knapp ist, dass es nicht mehr für die Verteilung an alle reicht. Aber wir sehen schon, wie sich eine soziale Krise andeutet über die Preise, die für Energie, insbesondere für Gas, zu bezahlen sein werden im Herbst und Winter. Und da ist es ganz, ganz wichtig, einerseits natürlich, dass der Bund gute Lösungen findet, um das in den Sozialsystemen aufzufangen. Und das vor allem für diejenigen, die bisher noch nicht im Leistungsbezug sind. Viele Familien, viele Personen, auch viele kleinere Unternehmen werden durch die dramatisch steigenden Energierechnungen neu in die Situation geraten, Sozialleistungen beantragen zu müssen. Das muss der Bund durch
kluge und geeignete Maßnahmen abfedern. Und vor allen Dingen wird es auch darum gehen, das ist auch vor Ort hier für uns wichtig, für diejenigen, bei denen es trotzdem zu dieser Situation kommt, dafür zu sorgen, dass das Stigma damit nicht wirkt, sondern dass man das als einen Anspruch dann wahrnimmt, den man hat und nicht aus Scham die Leistung, die einem zusteht, nicht beantragt. Das sind ganz, ganz wichtige Fragen, denen wir uns ja auch in der Stadt Jena stellen müssen. Wir können das finanziell nicht heilen. So viel Geld wird keine Kommune in der Bundesrepublik haben. Aber wir können kommunikativ und in der Abwicklung dessen, was dann vom Bund beschlossen wird, natürlich dafür sorgen, dass wir die Folgen dieser sozialen Krise möglichst mindern. Und natürlich, Energiesparen gehört dazu. Das haben Sie in den letzten Wochen ja verfolgt. Da ist die Stadt auch in den letzten 3 Wochen sehr aktiv gewesen, ihrerseits dafür zu sorgen, dass wir das mit dem Energiesparen ernst nehmen. Ja, es ist weiterhin unbedingt notwendig und auch das wird langsam immer dringlicher, dass der Freistaat wiederum Lösungen findet für die Finanzierung an die Kommunen für die Unterbringung von Geflüchteten und dass der Freistaat den Kommunen auch unter die Arme greift beim Angebot von Immobilien, die man zur Nutzung für Flüchtlinge bereitstellen kann. Der Wohnungsmarkt, insbesondere in den Städten, in die es Flüchtlinge auch überproportional stark zieht, ist an dem Punkt, dass weitere Aufnahmen im privaten Wohnungsmarkt nicht mehr möglich sind. Insofern haben wir schon wieder damit beginnen müssen, auch eine Turnhalle vom Netz zu nehmen und wieder als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung zu stellen in Göschwitz. Und der zwar nicht dramatische, aber kontinuierliche weitere Zufluss von Flüchtlingen, einige pro Tag, wird dafür sorgen, dass auch diese Turnhalle irgendwann voll ist und wir dann die nächste vom Netz nehmen müssten. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Anderen Kommunen geht es genauso. Da muss der Freistaat Lösungen finden, sowohl in der Finanzierung als auch bei Immobilien. Eine gute Nachricht noch. Wir sind gemeinsam mit der Partnerstadt Erlangen dabei, sowohl eine Städtepartnerschaft, eine gemeinsame vorzubereiten mit einer ukrainischen Stadt. Das wird jetzt nicht innerhalb weniger Wochen passieren, aber wir werden Kontakt aufnehmen und das anbahnen. Und wir wollen auch gemeinsam die Stadt Erlangen und die Stadt Jena jeweils einer ukrainischen Stadt über Förderprogramme, Hilfsprogramme, die vom Bund organisiert werden, aber von Kommunen abgewickelt werden müssen, Hilfsgüter zukommen lassen. Medizinische Hilfsgüter insbesondere, die ja am dringendsten gebraucht werden. Also da sind wir dran. Da haben wir auch einen Stadtratsbeschluss im Rücken, der uns dazu auffordert, genau eine Städtepartnerschaft zu beginnen mit einer ukrainischen Stadt. Da sind wir unterwegs. Das war jetzt ein bisschen mehr zum ersten Thema. Ich habe noch 2 weitere, die ich jetzt ein kleines bisschen kürzer fassen möchte. Viele von Ihnen werden in den nächsten Tagen Post von der Stadt bekommen. Da geht es um eine Befragung, wie wohnt es sich in Jena? Hier geht es darum, dass wir als Stadtverwaltung Entscheidungen zum Thema Wohnen natürlich immer ganz stark an den tatsächlichen Bedarfen unserer Bevölkerung ausrichten wollen. Und alle weiteren Planungen in der Stadtverwaltung diesbezüglich sollen sich daran dann orientieren. Deswegen geht es darum, dass wir zu demografischen Entwicklungen, die sich gerade vollziehen, dass wir zum aktuellen Wohnungsmarkt geschehen, dass wir zu Themen des Stadtumbaus, zu diesem Prozess und den Wirkungen, die das hat und die es haben soll, empirische Daten brauchen. Wir müssen ziemlich im Detail wissen, was die subjektiven Vorstellungen vom Wohnen sind, was wünschen sie sich, und wir müssen wissen, was die sozioökonomische Situation unserer Bürgerinnen und Bürger ist, was können, was wollen sie sich leisten im Bereich Wohnen. Natürlich interessiert uns nicht, was Frau X und Herr Y konkret dafür Zahlen angeben, auf die Person bezogen. Die Zahlen brauchen wir schon, aber das wird natürlich anonymisiert. Uns geht es dann um eine Gesamtschau. Wir werden hier im August und September eine repräsentative Haushaltsbefragung machen. Da wird an die Befragung, die 2017 stattgefunden hat, angeknüpft. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere von Ihnen noch daran. Und da werden wir Fragen stellen, eben nach der aktuellen Wohnsituation, nach der Höhe der Miete, nach dem Wohnumfeld, wie man gerne in Zukunft wohnen möchte und natürlich auch allgemeine statistische Angaben, die so eine Umfrage immer braucht. Wir werden per Zufallsstichprobe 7000 Haushalte anschreiben. Das ist
ganz, ganz gesichert statistisch valide dann und repräsentativ. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig, wie immer bei solchen Umfragen, und streng anonym. Die Regeln des Datenschutzgesetzes werden ganz streng eingehalten. Da braucht sich niemand Sorgen machen. Aber die Bitte trotz der Freiwilligkeit ist natürlich, machen Sie mit. Je mehr Rücklauf wir haben, umso stabiler wird die Datengrundlage und umso besser können wir dann in die Zukunft planen. Denn, darum machen wir das, das Allgemeine, es ist zu wenig Wohnraum da, mag stimmen, ist aber nicht differenziert genug, um uns zu helfen, da angemessen darauf reagieren zu können. Wir müssen, um den Wohnungsmarkt ausgeglichen halten zu können, detaillierter wissen, ob es irgendwo sich selbst verstärkende Prozesse gibt, zum Beispiel demografisch begründet, zum Beispiel, was dann unter das Schlagwort Gentrifizierung gerne fällt, Verdrängung aus einem Bereich in andere. Oder ist in bestimmten Wohnraumsegmenten ein besonderes Defizit da? Oder wie ist es mit dem Trend zur Vereinzelung, dass immer mehr Einpersonenhaushalte, wo durch nur eine Person trotzdem eine Wohnung gebunden wird. Wie wirkt sich das aus? Wie wirkt sich das aus, dass wir ja immer schon feststellen, dass der Anspruch, wie viel Quadratmeter möchte ich denn in meiner Wohnung haben, immer weiter steigt? Was macht das mit dem Wohnungsmarkt insgesamt? Das müssen wir im Detail wissen. Und deswegen brauchen wir diese Transparenz, brauchen wir diese Informationen in diesem Detailgrad, aber eben anonymisiert. Ja, da herzliche Bitte um Teilnahme und Unterstützung dieser Befragung, sollten Sie zu den 7000 Haushalten gehören, die einen solchen Brief und Fragebogen von uns bekommen werden. Ja, und das dritte Thema ist eine herzliche Einladung für diesen Sonntag, 28. August. Zwischen 10 und 16 Uhr wird es den Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr geben, den Tag der offenen Feuerwache. Das ist vor dem Gefahrenabwehrzentrum, also dem Feuerwehrgebäude am Anger. Auch die Straße davor wird gesperrt sein an diesem Tag und der Parkplatz gegenüber wird mitgenutzt werden. Vielleicht erinnern Sie sich dran, das hatten wir zuletzt 2017, diesen Tag der offenen Tür. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir ihn machen. Allerdings so groß wie 2017 erst zum zweiten Mal. Das kann man nicht jedes Jahr machen. Das ist viel zu viel Aufwand. Das ist ein wirklicher Kraftakt, eine Leistungsschau und aber praktisch ja auch wie ein Volksfest, wo tausende Gäste ja gekommen sind 2017. Es wäre eigentlich wieder dran gewesen früher, aber dann kam Corona. Deswegen in diesem Jahr zum dritten Mal so wie 2017, aber noch ein bisschen größer. Denn wir haben noch mehr Partner mit dabei. Diesmal sind es nicht nur alle freiwilligen Feuerwehren und natürlich die Berufsfeuerwehr, die dabei ist, sondern auch die Polizei ist mit dabei. Auch die Bundeswehr kommt mit einiger Technik, die sie dort präsentiert. Und wir haben eine ganze Reihe von weiteren Partnern in den Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen, die ebenfalls mit teilnehmen werden und ihre Angebote vorstellen werden. Das weiß man ja oft gar nicht, wenn die Feuerwehr ausrückt, dass die in aller Regel begleitet werden, eben von den sogenannten weißen Truppen. Also Post zu den Roten, der Feuerwehr, dass auch Hilfsorganisationen immer mit dabei sind, um den Einsatz abzusichern, um für die Versorgung der Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr zu sorgen und viele Dinge mehr. Da wird zum Beispiel die DLRG da sein mit ihrer Wasserrettungsgruppe. Da wird der Rettungshubschrauber da sein, den man sich auch anschauen kann. Fliegen wird er natürlich an dem Tag nicht. Es wird eine Erste-Hilfe-Station geben und auch die Notfallseelsorge ist da, jeweils mit einem Infostand, dass man auch da ein Gefühl dafür bekommt, was da jeweils so getan wird. Und konkret, was kann man machen bei den Angeboten, die da vorgehalten werden? Die Feuerwehr wird zum Beispiel die Möglichkeit bieten, dass man selber ausprobieren kann, wie diese Schneidwerkzeuge funktionieren, mit denen, wenn ein Auto verunfallt und man an die Insassen nicht rankommt, die Autos aufgeschnitten werden können. Man wird einen Chemikalienschutzanzug testen und ausprobieren können. Es wird gerade für die Kleinen eine Spritzstrecke und eine Hüpfburg geben. Also da kann man sich mit der kleinen Spritze auch ausprobieren, kleine Feuer, virtuelle Feuer zu löschen. Es wird eine Möglichkeit geben, das Abseilen der Höhenrettung auszuprobieren selber. Das habe ich übrigens 2017 gemacht. Super spannend. Muss man aber schwindelfrei sein. Es wird Feuerlöscherübungen geben. Es wird Simulationen zu Rauchausbreitungen außerhalb und innerhalb von Gebäuden geben. Und man wird sich auch informieren können, wie der Einstellungstest der Kameradinnen und Kameraden bei der Feuerwehr aussieht. Insbesondere auch die sportlichen Tests, die dort abgelegt werden.
werden müssen, die sind nicht ohne. Auch das kann man machen. Es geht am Ende ja auch ein bisschen um Nachwuchs und um eine Präsentation der Karrieremöglichkeiten, die man bei der Feuerwehr, bei der Polizei, bei der Bundeswehr hat. Ja, also da die herzliche Einladung, am Sonntag an den Anger zu kommen und sich eben sowohl anzuschauen, wie viel und wie stark die Angebote der Feuerwehr und ihrer Partner hier sind, aber auch zu genießen den Volksfestcharakter, den das 2017 hatte und ganz sicher auch diesmal wieder haben wird. Hoffen wir auf gutes Wetter, dann wird das wieder ganz fantastisch. Ja, und das soll es für heute dann auch gewesen sein, der Wiedereinstieg nach dem Urlaub meinerseits. Wir sehen uns dann jetzt regelmäßig wieder freitags zur Videobotschaft. Und bis zur nächsten wünsche ich Ihnen ein angenehmes, erholsames Wochenende, eine gute nächste Woche. Bis dahin, machen Sie es gut.